Ein schönes Buch und eine schöne Apfelsine. Das riecht nach Weihnachten. Ja, Momo Leute, euer Santa Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Opening heute am Samstag, den 17. Dezember. Heute öffnen wir ein neues Türchen. Gestern gab es auch schon eins oder zwei. Gestern haben wir zwei Türchen geöffnet und deswegen sollte ich euch jetzt einfach mal die zwei Orte zeigen, wo ich die Codes versteckt habe. Einmal war das hier und einmal war das da. Da habe ich sie versteckt und die war auch gar nicht mal so schwer. Das war einfach nur hingerotzt. Nein, das war nicht hingerotzt. Also bei Let It Die hat es schon ein bisschen länger gedauert, das rein zu implementieren. Weil ich da noch ein bisschen tricksen musste mit dem Video. Und dann habe ich es rausgehauen. So, das waren die heutigen beiden. Bevor wir jetzt gleich zum heutigen Türchen kommen, nochmal eine kleine Info. In wenigen Tagen, heute haben wir den 17. in 5 Tagen. 5 Tagen. Ich glaube, das war 5 Tage, ne? Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. 5 Tage. In 5 Tagen ist Einsendeschluss für Santa Zeros Weihnachtsbrief, den ihr mir schreiben könnt, wo ihr euch ein Spiel wünschen könnt, das ihr gerne haben möchtet. Und wenn ihr wirklich richtig gut formuliert habt und mir euer Brief richtig gut gefällt, dann kriegt ihr euer Spiel am 24. Zwischen dem 24. und dem 25. Ha. Das ist ein guter Plan, Zero. Das ist ein guter Plan. So, dass quasi wirklich Heiligabend ist, wenn man Geschenke auspackt. Dann kommt eure Mutter zu euch und sagt: Hey Jimmy, hast du schnell deine Geschenke ausgepackt? Nein, ich muss mal schnell in meine E-Mail gucken. Oh, Zero hat mir was geschenkt. Genau so wird's laufen. Bin noch ein bisschen kränklich. Sorry. Und deswegen werden wir jetzt erstmal das 17. Türchen öffnen. Hier kommt der Kalender. Und da haben wir den Kalender schon. Wir öffnen das 17. Türchen. Im 17. Türchen befindet sich, oh, wer hätte es gedacht, 2/3 eines Codes, wo ihr den letzten Drittel in einem meiner Videos finden könnt. Das müsst ihr einfach nur dann zusammenpuzzeln und bei Steam quasi einlösen und schon habt ihr euer Spiel. Ja, Freunde, das war's schon für heute. Ich habe leider die Seite gerade zugemacht, die ich mir ausgesucht habe. Das war so eine coole Seite. Das sind Diagramme. Na gut. Dann nehmen wir einfach mal spontan etwas anderes. Wenn ein Bro eine Glückssträhne hat, muss ein anderer Bro alles tun, um deren Anhalten zu sichern. Selbst wenn dies seine eigenen Chancen verschlechtert, ihn von der Arbeit abhält oder wenn er dafür notfalls sogar das Schreckensszenario heraufbeschwören muss, das Ende der Welt naht. Ausnahme. Durststrecke. Stich Glückssträhne. Wir sehen uns morgen zum Sonntag wieder. Morgen Sonntag übrigens ein spezieller Tag. Morgen ist der 4. Advent und da gibt es was ganz Besonderes von mir für euch. Bis morgen. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.